Willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Das hier ist eine Neuheit von 2022 und da ist extrem viel Modularität mit dabei. Das heißt, wir werden uns das gleich anschauen. Eine Sache mit dazu, wenn du eine Tasche suchst, die ganz schmal ist, ganz eng, da kannst du das Video gleich ausschalten, weil das Ding ist etwas fetter, so wie der René auch. Das ist einfach so. Dann passt aber auch viel rein. Das ist der Vorteil dabei. Und die Idee bei diesem Produkt, ich gehe mal davon aus, ist, Modularität zu schaffen, und genau das schaffst du mit dem Teil, weil du kannst es genauso anpassen, wie du brauchst. Naja, die Frage ist natürlich, was bedeutet das konkret? Schwierig zu sagen, weil so wird das ganze Teil ausgeliefert, also es sind 100.000 Teile mit dazu. Das heißt, stell dir jetzt vor, du wärst ein Fotograf und hast unterschiedlichste Ausrüstungsgegenstände mit, wie zum Beispiel eine Kamera und ein Objektiv und Ersatzbatterien und was weiß der Teufel was, dann kannst du mit diesen kleinen Teilchen hier, die im Lieferumfang mit dabei sind, dir diese Fächer zusammenpoppen. Da ist eine Klettfläche mit dabei. Ja, und damit baust du jetzt zum Beispiel hier dir eine eigene Kammer ein. Alles gut. Das kannst du dann noch einmal unterteilen und sagen, ja du eigentlich, also ich gehe davon aus, dass das so gedacht ist. Wenn das wer besser weiß, dann bitte einen Kommentar schreiben, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass man jetzt auch sagen könnte, du, eigentlich möchte ich nicht dieses Fach so haben, sondern ich muss das Fach hier noch einmal ein wenig anders platzieren, und zwar, ich möchte hier auch noch dazwischen ein Fach haben. Ja, so, auch das geht. Ich gehe davon aus, dass das geht, weil wenn es bei mir geht, warum soll es bei dir nicht auch gehen? Und das Coolste ist, da in diesen Trennfächern sind noch einmal kleine Öffnungen. Das bedeutet, auch hier kann man wiederum Ausrüstung mit reinpacken. Schau, ich meine, ich nehme jetzt billige Eigenwerbung, natürlich den René Rossmann Irbis, das Messer vom René Rossmann, gebe ich da unten den Link, dass das alles billige Eigenwerbung ist, das muss da eh klar sein. Das heißt, auch den könntest du jetzt hier schon einmal so transportieren, dass er gleich griffbereit ist. Ich finde, dass die Leute bei TT einfach nachdenken. Ob du das jetzt brauchst oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber es geht auf jeden Fall. Was auch interessant ist, es ist jetzt zum Beispiel so ein kleinerer Bügel mit dabei. Ja? Ich bin mal jetzt, ich muss da ehrlich gestehen, ich weiß es nicht. Oder wird das so eingebaut, dass man da etwas reinstecken kann? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass es auch TT nicht wirklich weiß. Was bedeutet das? Mit diesen Möglichkeiten hier hast du einfach alle Möglichkeiten. Weil ich mutmaße das jetzt. Die Idee ist, eine Tasche, Equipment Case, so heißt es glaube ich ja auch, ne, zu machen, das für viele Anwendungsgebiete machbar und einsetzbar ist. Und schau her, du kannst hier Molle aufbringen, auch hier, in diese Flauschiteile hier innen, die sind Molle, also auch das geht. Ich glaube, dass das die Idee ist, schau dir das an, wie viel Zeug du da hast, und ich bin mir auch sicher, dass du das ganze Zeug gar nicht alles verwenden wirst, weil ja, es einfach so vielseitig ist. Eine Frage jetzt an dich, soll ich einfach cool sein und das Plastik hier aufreißen, oder soll ich das René Rossmann Produkt, nämlich ja, für Victorinox mit der patentierten René Rossmann Öffnenhilfe verwenden? Da du weißt, dass ich billige Eigenwerbung mache, habe ich es jetzt gemacht, einfach weil ich halt auf Werbung stehe. Diese Teile sind da auch mit dabei, da sind Flexi-Cords drauf. Ich habe die, und das muss ich gestehen, das ist jetzt der erste Test, ich weiß es noch nicht, ich muss das erst einmal mir genauer anschauen und auch im Einsatz haben. Wird es einen Langzeittest geben, daher bitte dem Video einen Daumen nach oben geben, das wäre mal irrsinnig großartig, das, und teilen und Abo und so. Ich werde einen Langzeittest machen, nämlich im täglichen Gebrauch, und da habe ich auch schon ein paar Ideen. Also ich kann da nur eines sagen, das ist so viel Zeug da, dass ich momentan komplett den Überblick verloren habe, wofür eigentlich was wo da ist und wie das ganze Zeug eigentlich zusammengehört. Macht aber nichts, weil dadurch hast du einfach 100.000 Möglichkeiten, und das finde ich gut. Aber es gibt noch was. Hier oben, ja, im Deckel ist noch einmal ein Fach, das nur von innen zugreifbar ist. Da ist dann noch einmal so eine kleine Flappe vor dem Reißverschluss. Ich weiß nicht, damit man den vielleicht nicht unabsichtlich aufmachen kann. Das mutmaße ich jetzt. Da ist eine Netztasche, da sieht man jetzt rein. Und das ist, da vorne ist auch noch einmal eine Tasche. Ja, ja, da ist sogar noch so ein Ding mit dabei. Ich glaube, dass das ein Bauchgurt ist. Bauch habe ich selber, da war ich nicht ein Gurt auch noch, aber das ist egal. Hier noch einmal ein großes Fach. Aber was ich total cool gefunden habe, und zwar
Du machst dann dieses Teil hier zu. Stell dir jetzt vor, du hast ja diese Fächer dir so gebaut, wie du sie brauchen kannst. Und sagst, ja, jetzt habe ich mein perfektes Equipment-Case so zusammengemacht, dass ich einfach genau das jetzt, das, was ich jetzt brauche, transportieren kann. Dann machst du zu und sagst, ja, verdammt, also noch was, bevor ich jetzt verdammt sage, das ist richtig schön abgedeckt rundherum, ja, überall schön abgedeckt, gefällt mir jetzt nicht gut, aber jetzt kommt's, du sagst, ich müsste irgendwas rausnehmen, dann brauchst du nicht da unten klacki-klack machen, sondern jetzt kommt's. Tada! Kannst zugreifen. Also stellen wir uns jetzt ganz einfach vor, du würdest den Rainer Rossmann Irbis da reinlegen und ich werde das tatsächlich einsetzen, das Teil. Ich habe jetzt hier mein iPad Pro, das geht sich ganz locker aus, da ist da seitlich auch noch ein bisschen am Platz. Alle technischen Daten gebe ich da unten, den Link, schau dir das ganz einfach an. Also, und ich möchte jetzt darauf zugreifen. Dann mache ich da auf, nehme von oben raus, arbeite was oder spiele Computer, ich spiele aber nicht Computer, aber ist egal, ja. Ich werde eine E-Mail beantworten von den hunderten E-Mails, die ich kriege und 30% nicht beantworte, egal. Mach wieder zu und die Sache ist erledigt. Also ich finde, dass das einfach ein Konzept ist, das auch im urbanen Bereich, so im täglichen Leben, eine coole Sache sein kann. Also es kann auch eine Laptop-Tasche sein. Ich meine, hängt jetzt davon ab, wie fett dein Laptop ist, das ist ganz klar. Aber du könntest jetzt zum Beispiel, ich mutmaße das, dass man das so machen könnte oder soll, ich glätte mir jetzt hier mit diesen kleinen Klettern, nämlich auch hier, die da mit im Lieferumfang dabei sind, weil sonst macht es keinen Spaß, ne, wenn das ein extra Teil wäre, nein. Und bauen wir jetzt hier ein Fach, in dem der Laptop oder das iPad oder was auch immer reingeht und habe dann noch immer auf der anderen Seite Ende nie Platz. Das ist schon cool, das ist schon cool. Und könnt jetzt noch einmal sagen, okay, und ich möchte auch, weiß ich nicht, eine Wasserflasche mitnehmen und mache mein eigenes Fach dazu. Ich finde das Konzept einfach großartig. Titangrau ist das Ganze, also auch für den urbanen Bereich gedacht. Ich habe jetzt, wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal draufschauen, das ist jetzt noch nicht der Weisheitsletzte Schluss. Also ich muss vom Tragekomfort muss ich mir halt dann noch einmal anschauen, aber es scheint alles vernünftig zu sein. Längen verstellbar, hier die Kordeln außen auch schön, dass man schön vernünftig zugreifen kann. Ich könnte mir vor, und noch was. Wenn du da aufmachst, kommst du auch hier schön zu dieser Netztasche dazu. Ich finde, dass du, und das ist die Überlegung meiner Meinung nach, dass du eigentlich auf alle Taschen zugreifen kannst, ohne aufzumachen, außer zu diesem Teil hier. Das heißt, da hast du das, was halt auch nicht gefladert werden soll, mutmaßlich. Gefladert heißt auf Österreichisch entwendet, unerlaubt entwendet. Eine Straftat wahrscheinlich nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, ich bin überhaupt kein Rechtsvertreter, weiß ich nicht, also gestohlen wird, mutmaßlich, weil das hier mehrfach geschützt ist. Ja, einerseits die Flappe drauf und dann eben noch einmal, also da muss man aufmachen, das ist meine Idee. Und an letzten Punkten, da halte ich es Maul, verspreche ich. Wirklich. Hier hinten haben sie wieder zwei Reihen aufgenäht mit diesen, ja, ich sag jetzt mal, ja, Einhakdingern. Ich habe dazu keine Idee, was man damit tun könnte. Da fehlt mir irgendwie die Idee dazu. Hat irgendjemand eine Idee? Das wäre großartig. Außen hier Lasercut-Molle auf beiden Seiten. Auch da könnte man noch Ausrüstung aufbringen. Also mir taugt's. Und wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich irgendwas Cooles, was diese Tasche kann, auf jeden Fall vergessen haben. Und da mag ich die bitten, mir einen Kommentar zu schreiben und zu sagen, Rainer, du hast vergessen, Doppelpunkt, und dann dazu schreiben. Und wenn du dich tatsächlich für diese Tasche massiv interessierst, dann lies auch die Kommentare. Ja, weil dann wirst du ganz einfach noch auf weitere Geheimnisse kommen, die der Rainer gar nicht weiß. Hey, was? Da ist gleich ein Geheimnis. Ja, wirklich, da, was soll ich tun? Da ist so ein Dingsbums. Hey, da ist so ein Klettdingsbums. Was hat denn das für einen Sinn? Soll man da, weiß ich nicht, Polizei oder irgendwas draufgeben können? Mutmaßung jetzt, ja? Wenn da irgendwie eine Idee hat, schreib es bitte gerne als Kommentar. Und noch was. Gib dem Video Daumen nach oben, lass ein Abo da, komm in meinen Shop, hol da eine All-Day-Carry-Scheide, hol da irgendein TT-Teil oder sonst irgendwas und billigste Eigenwerbung und tschüss.